Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zurück bei Star Citizen. Und ihr habt es schon am Titel gesehen, es geht heute um die Alpha 3.4. Nicht wundern, dass ich da jetzt das Let's Play an der Stelle kurz pausiere. Ich habe noch eine Folge, nämlich die, wo wir dann das Zeug verkaufen. Deswegen nicht wundern, die werde ich dann einfach später noch hinten dranhängen. Also nicht an das Video, sondern ne, wenn wir dann die ganzen Sachen von 3.4 durch haben, weil das ist jetzt wichtiger. Wir haben die 3.4 auf dem Testserver. Und weil nur Concierge und Subscriber darauf Zugriff haben, zeige ich euch einfach mal alles, was es da so zu sehen gibt. Und wir fangen an mit den Schiffen, und zwar im Arena Commander, weil ich habe heute ist Donnerstag, welches ist heute eigentlich, der 13.12. Ich habe heute ungefähr 5 Stunden daran gesessen, dieses 2,5 Minuten Video zu machen, weil der PTU völlig katastrophal funktioniert aktuell. Es gab es auch noch keinen Hotfix und ähnliches, deswegen machen wir das hier im Arena Commander. Nicht böse sein, aber gut, ist sowieso egal, glaube ich, bei den Schiffen, die sehen wir ja so oder so. So, ich gehe ja schön in Singleplayer, Freefly, und wir suchen uns mal ein Schiff aus. Und ich würde sagen, wir fangen natürlich mit den Freelancer-Varianten an. Die normale hat sich übrigens nicht geändert, ne? Die ist immer noch so, ich weiß nicht, guckt euch mal kurz mal die Bilder an, ne? Das ist jetzt hier die Duo. Okay, da fehlt ein bisschen was. Oh, egal, das gucken wir mal nicht so genau hin. Das ist die Dur. Gucken gleich noch ein bisschen genauer an. Die Max. Richtiges Prachtstück hier. Und die Miss. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wenn ich mir diese drei Varianten angucke, dann sieht die normale Freelancer echt mega popelig dagegen aus, oder? Ich weiß nicht, dieses glänzende, silberne... Vielleicht sollten sie, aber gut, vielleicht gibt es dann irgendwann Skins darüber. Egal, will ich gar nicht groß drauf eingehen. Wir fangen an mit der Freelancer Dur. Die ist ja in der Liste ganz oben. Das ist quasi die Exploration-Variante. Hier steht jetzt Expedition. Nun gut, es geht letztendlich darum, dass ihr dieses Schiff benutzen könnt, später dann im Spiel, und rausfliegt ins All und dort scannen könnt. Das Ding hat also Scanner an Bord. Ihr könnt quasi neue... Jetzt habe ich eine Avenger... Okay, ihr könnt dann quasi neue Welten entdecken und landen und gucken und machen und hin und her. Also das ist quasi diese Variante der Freelancer. So, ich hoffe, ich kann sie jetzt hier auswählen, sonst muss ich mal kurz cutten. Free Flight. So, Launch Game. Ja. Okay, ich cutte mal und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich es dann geschafft habe. So, Freunde, kleine Änderung im Plan. Die Dur will nicht, dann muss es halt die Max sein. So, die hat funktioniert und ich scroll mal ein bisschen raus. Wir gucken uns ein bisschen von außen an. Ich muss sagen, die ist wirklich toll geworden. Die sieht 1A aus. Also ich mag das sehr, dieses Orange. Warte mal, ich versuche mal ein bisschen hier Licht reinzukriegen. Dieses Orange, dieses Grau gefällt mir sehr, sehr gut. So, warte mal. Ach, ich muss wieder umgreifen. Warte. So, Y. Und die sieht wirklich, wirklich fantastisch aus. Schön dick hinten am Arsch. Ich finde den Übergang ein bisschen sehr, sehr stark zwischen dem normalen Freelancer-Modul. Man sieht es richtig, ne, wenn ich jetzt mal ein bisschen herangehe. Ihr seht richtig hier in der Mitte diesen Übergang vom normalen Freelancer-Style rüber zu irgendwie was Dickes. Aber okay, ne? Das ist halt die Freelancer Max. Das ist also quasi die Frachter-Variante. Und im Prinzip unterscheidet die sich überhaupt nicht zur normalen Freelancer im vorderen Teil und im hinteren Teil eigentlich auch nur dadurch, dass sie eben, ja, mehr Platz hat. Wie man hier unschwer erkennen kann, wir gehen gleich nochmal durch. Sie hat mehr Triebwerke, auch größere Triebwerke insgesamt. Das heißt, sie wird vermutlich auch einfach mehr Power haben. Ob man das dann nun wirklich merkt oder nicht, das weiß ich nicht. Müssen wir da mal testen. Aber da würde ich jetzt eh nochmal vorsichtig sein, denn es kommt das neue Flight-Modell in der nächsten Zeit. Ich glaube, 3.5 war das oder 3.6. Das heißt, da würde ich jetzt eh noch ein bisschen drauf warten. Ansonsten haben wir auch hier einen Geschützturm hinten drauf, wie ihr seht. Und unten ist nichts, außer die normalen Düsen. An den Seiten die normalen Knarren. Wobei, das sind andere, das sind jetzt hier Laserknarren. Aber der Slot dürfte derselbe sein wie bei der normalen Freelancer. Das heißt, ihr könnt da jede beliebige Waffe dran packen, die auch bei der normalen Freelancer drauf ist. Ne? So, wir fliegen mal ein bisschen, würde ich sagen. In der Außenansicht erstmal und dann in der Innenansicht. Und ihr seht schon, das sieht relativ klobig aus, das Teil. Aber auch eigentlich wiederum ganz cool. Und ich bin richtig, richtig froh, dass es nicht so ein glossy Scheiß ist. Weil ich hasse das, wenn die Schiffe so komisch glänzend sind.
und man quasi sich selbst darin spiegeln kann, das ist ein bisschen doof immer. Aber gut, das ist halt auch wiederum Geschmackssache. Vielleicht mag das der eine oder andere, ist natürlich auch vollkommen okay. So, wir können auch mal ein bisschen Gas geben hier, ein bisschen boosten. Ja, und die fliegt sich eigentlich sehr, sehr angenehm bis jetzt. Gut, ist auch nicht beladen, das Gewicht von der Ladung kommt ja noch oben drauf immer. Ich denke, dass dann auch die Triebwerke relevant werden, die sie mehr hat, weil irgendeinen Sinn müssen die ja haben, ne? Aber ich muss sagen, die Freelancer ist jetzt generell nicht von der Schönheit mein Lieblingsschiff. Ne? Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt eine Freelancer auswählen müsste, dann wäre es rein optisch die Max. Das liegt an der Farbe, an der Form, sieht ganz cool aus, gibt mir richtig das Feeling von einem richtigen Frachter. Also da kann ich eigentlich nicht wirklich meckern. So, wir fliegen mal ein bisschen von innen hier. Wobei sich das jetzt nicht wirklich unterscheidet. Also wir haben exakt die gleiche Brücke. Wie gesagt, die gesamte vordere Hälfte des Schiffes ist die gleiche wie bei der normalen Freelancer. Ne, bei der Miss und bei der Dur sind die ja nochmal anders. Aber hier ist es wirklich kein Unterschied. So, okay. Gehen wir mal vom Gas runter. Und gucken wir uns mal das Schiff ein bisschen von innen an. Hier nochmal kurz einen Schwenk über die Brücke. Und ihr seht, alles ganz normal, Standard. Farblich auch nicht anders, wenn ich das jetzt richtig sehe. Also da gibt es keine Unterschiede. So, ich steig mal aus. Plong. So, hier haben wir jetzt ein paar andere Farben. Hier dieses Gelb, wobei da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, tatsächlich. Aber auch hier haben wir das Blau drin. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob dieses gelbe Rohr auch bei der normalen Freelancer drin ist. Das müsst ihr mir mal sagen, oder ich gucke noch mal in Ruhe nach. Hier drinnen, das ist eh gleich. Ja, da haben wir jetzt auch nicht mehr Platz oder so, also das ist genau das gleiche vordere Chassis sozusagen. Hier die Tür, wie gehabt. Dann der Mittelraum, ebenfalls wie gehabt mit der Luke nach oben, also auch hier genau exakt gleich. Und dann haben wir natürlich den weitläufigen, großen, fetten Frachtraum. Ja, der ist schon recht eindrucksvoll. 140 SCU passen rein. Also mehr als das Doppelte wie bei den normalen Freelancer. Und ja, das ist schon eine ganze Menge. Wir gehen mal ein bisschen hier von außen, fliegen ein bisschen an die Texturen ran, an die Triebwerke. Ja, also macht schon einen Eindruck auf jeden Fall. Also wer von euch Bock auf Fracht hat, ist glaube ich generell mit der Freelancer Max gut beraten. Preis-Leistungstechnisch hat die einen guten Wert. Ja, 140 SCU. Hat auch hier Raketen, wie ihr seht. Also sie kann sich auch ganz gut verteidigen. Hat auch die normalen Waffen, wie gesagt, wie die normale Freelancer auch. Also die sind ja eh relativ mächtig. Und ja, also kann man eigentlich nicht viel mit falsch machen, wenn man denn darauf steht. Ne? Diese dicken Flügel. Ist halt auch größer und schwerer. Das heißt, wird wahrscheinlich sich schwieriger fliegen im Kampf. Also für den Kampf wahrscheinlich eher ungeeignet. Aber wie gesagt, sie kann sich natürlich dann auch ganz gut selbst verteidigen. Hat auch den Geschützturm, also NPC anstellen, dann später im fertigen Spiel. Und den oben reinsetzen. Dann seid ihr auch relativ gut gerüstet. Also das ist ja generell so eine Sache mit den Frachtern. Es gibt ja verschiedenste Frachter. Wir haben ja auch zum Beispiel die Hull, auch wenn die noch nicht fertig ist. Und die Hull, die hat halt den Nachteil, dass sie gar nicht oder extrem schlecht bewaffnet ist. Was sie für Schilde hat, weiß ich nicht. Aber das heißt, die Hull zum Beispiel ist halt eher für sichere Gebiete. Mit der Freelancer Max zum Beispiel bist du halt auch mal gut unterwegs durch unsichere Gebiete. Ne? Wo auch mal Piraten lauern können. Da kann man sich zumindest dann mal verteidigen, ne? Vielleicht sollte man auch nicht gerade den ersten Kampf stürmen, den man da sieht, aber ich denke mal, da ist man ganz gut beraten trotzdem mit der Freelancer Max. Dafür kostet sie halt auch mehr und hat unterm Strich dann auch weniger Fracht als eine Hull C oder Hull B. Ich weiß gar nicht, wie viel die Hull B hat, aber ist halt dann von der Frachtkapazität halt schlechter. Also es ist halt wieder mal normales Balancing, wie man es halt so kennt. Und ja, das ist die Freelancer Max. Viel mehr ist da eigentlich auch gar nicht so zu sagen. Ihr könnt sie einfach austesten auf dem PTU, müsste jeder spawnen können. Sie haben sich ja leider davon verabschiedet, dass man auf dem PTU alle Schiffe spawnen kann, sondern man kann nur die spawnen, die man selber auch besitzt, plus die Schiffe, die neu spielbar geworden sind oder flight-ready geworden sind. Ne? Insofern könnt ihr natürlich nur die Schiffe spawnen, die jetzt hier neu sind und eure eigenen, also die Freelancer-Varianten. Und natürlich auch die neue 600i, die gucken wir uns dann als nächstes noch an, wenn ich sie dann spawnen kann. Und ja, einfach mal austesten. Ich weiß nicht, wann der PTU live kommt, also live sowieso nicht, aber wann er für alle Leute quasi auf dem PTU kommt. Einfach mal in den Settings jeden Tag gucken, ob ihr mit dabei seid. Was übrigens auch, ich glaube, das ist auch neu, wie nennt man das?
sieht so ein bisschen aus wie so Kiemen, oder? Also das scheint mir auch neu zu sein. Zumindest habe ich es vorher nie bemerkt. Also ja. Wie gesagt, mir gefällt die Freelancer Max sehr, sehr gut. Kann man sich durchaus mal holen und ein bisschen Frachtspaß haben. So, dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut und sehen uns mit dem nächsten Schiff im nächsten Video. Bis gleich. 65 degrees, last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished I would rain.